Jedenfalls sind wir wieder zurück bei Coteries of New York und damit herzlich willkommen zurück. Das letzte Spendenziel ist gerade erreicht worden. Ach ja, wir sind übrigens hier Moderator einer Digitalkunstveranstaltung im Internet. Sagen wir mal so, Zeit für das große Finale. Das ist das, worauf wir alle gewartet haben, oder? Ja, Herrin, ja, ja, Herrin, ja. Ihre Stimme klingt anders als bisher. Sie kommt näher und näher auf die Kamera zu, bis ihr Gesicht das ganze Bild ausfüllt. Ihre Augen, groß, leuchtend, hypnotisch, scheinen durch den Bildschirm direkt in die Seelen der Zuschauer zu blicken. Ihr wolltet Blut? Folgt seinem süßen Ruf auf die Straßen! Zerfleischt eure Nachbarn die Kehlen, lasst Mondlicht in ihre warmen Adern trinken und trinkt. Trinkt, ja, Herrin, ja, Herrin, ja. Hey, pass auf, dafür wird man hier gesperrt. Ohne Vorwarnung wechselt Hopes Magnetaugen die Polung, anstatt hypnotische Anziehungskraft. Er bricht plötzlich eine pechschwarze Woge blanken Terrors davor hervor. Sie scheint zu deiner absoluten Verblüffung direkt in den Chat zu schwappen. Jedes einzelne Mitglied von Hopes Zirkel greift plötzlich wie vom Teufel besessen die Tasten. Werft ab die Ketten banaler Mortalität, Moralität, labt euch an ihren Schreien, spürt die Hitze ihrer Gedärme. Was macht sie mit den Leuten? Was zur Hölle bist du da, wo zur Hölle bist du da eigentlich bloß reingeraten? Greift ab eure körperlichen Hüllen. Entlasst in die Welt die Botschaft von... Oh. Ihr aufrechter Körper windet sich einen Moment lang in heftigen Krämpfen, bevor er leblos auf dem Brett zusammenhängt. Er sinkt wie eine Marionette, den man die Fäden durchgetrennt hat. Sie atmet ein paar Mal hörbar ein und aus. Und lacht. Der Laut löscht sämtliche Lichter im Raum und hallt einen Moment lang geisterhaft durch die plötzliche Dunkelheit. Okay, das reicht dann. Anstatt weiterzumachen, stellt sie irgendetwas mit ihrem Handy an. Die Übertragung endet und der Chat wird von einem Moment auf den anderen totenstill. Lass mich wieder übernehmen. Die Atmosphäre im Raum ist wie verwandelt. Hope hat sich wieder beruhigt und steht gerade vom Bett auf. Dann geht sie direkt auf dich zu. Ed Vulgar, scheiße, was war das? Schätze, die Show ist vorbei. Also kommt mal alle runter und geht nach Hause. Och, ich bin kurz vorm... Ja. Ich schwör beim Grab meines Vaters, irgendwann finde ich dich und dann prügel ich dir die Seele aus dem Leib. Nach jeder Zeile, die sie vorträgt, verändert sich ihre Stimme, die Haltung ihrer Lippen und sogar die Art, wie sie sich bewegt. Dir ist das vorher schon an ihr aufgefallen, aber erst jetzt dämmert dir allmählich, was es wirklich bedeutet. Deswegen ist sie am Handy. Oh, wie doof. Oh, wie doof. Aber das ist doch unmöglich. Ich bin unsterblich. Ich bin gelangweilt. Ich bin auf der falschen Seite des Generationskonfliktes, der wie ein Abgrund zwischen mir und den meisten Vampiren in dieser Stadt liegt. Und ich bin so gottverdammt einsam. Das Internet war immer mein einziger Freund. Vor Jahren begann ich, mich intensiv mit Tulpas und dem Konzept des kollektiven Unterbewusstseins zu beschäftigen. Den ganzen Hokuspokus im Grenzbereich von Psychologie und Spiritualität und ich beschloss zu experimentieren. Die Show war gestellt. Ein paar Jahre lang später war ich eine Instagram-Fashionista, die ein erfolgreiches Erotikmodel, ein unersetzbarer Bestandteil der Kommentatoren-Szene im Bereich der Populärkultur, ein viraler Shitposter, ein Experte für Kryptowährungen. Alle meine Netzidentitäten begannen nach und nach einander zu verstärken und bereiten so einen Weg für neue. Ich wurde zu einer Ein-Frau-Imperium, umschwärmt von Legionen von Ich-Fans. Der Chat war gestellt. Manche Leute würden jetzt wahrscheinlich die dissoziative Identitätsstörungskarte ziehen, aber das ist Schwachsinn.
Jeder hat schließlich Dutzende Leichen vom Online-Alter-Egos im Keller. Ich habe meine einfach nur wieder auferstehen lassen, neue geboren und sie dann miteinander gekreuzt. Ihr ununterbrochenes Getippe auf dem Handy, sogar während der Show. Irgendwie ist sie in der Lage, einen gesamten Chatraum zu simulieren. Literally a perfect angel, okay. Ich habe gar kein Selbst, dass ich dissoziieren oder geistig krank werden könnte. Ich bin ein digitales Wirtstier, eine lebendige Datenbank. Ich existiere, weil es mir Spaß macht, ein Informationskanal zu sein, Trends zu verarbeiten und zu unterstützen, die es in meinen Augen verdient hat. Die Maskerade war nie in Gefahr. Es ging ihr vom Anfang an nur darum zu zeigen, wozu sie fähig ist. Sie hat dich eingesponnen in ein Geflecht aus Lügen. Und du hast nichts davon bemerkt. Es war ein Test. Genau wie am Anfang, als sie dich aus dem Hinterhalt her angegriffen hat. Verdammt, sie hat wirklich Ahnung von dem Zeug. Malk David Chapman. Natürlich hindert dich nichts daran, einfach zu ignorieren, was ich gerade gesagt habe, und zu dem Schluss zu kommen, dass ich bloß noch so ein gestörter Malkavianer bin. Aber hey, finde dein Selbst war die Überlebensstrategie des 20. Jahrhunderts. Vernichte dein Selbst ist die des 21. Jahrhunderts. Android of Notre Dame. Die Namen sind gut. Wenn es je eine Epoche gegeben hat, die nach Bildern von schönen Menschen verlangt, die ihre Menschlichkeit transzendieren und dazu, andere dazu inspirieren, ihnen nachzueifern, dann ist es diese. Nein. Obwohl mein Publikum dank der Maskerade im Augenblick ziemlich überschaubar ist. Apropos, willst du die Hauptrolle beim nächsten Film? Klar, warum nicht? Eigentlich ja witzig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du das bloß sagst, aber hey, es ist eigentlich auch eine Art von Selbsttranszendierung. And that is the question. Aber okay, die Prüfung ist vorbei. Jetzt die Preisfrage. Hast du bestanden? Sie legt ihr Handy weg, zum ersten Mal seit du sie getroffen hast, und misst dich mit einem langen, kritischen Blick. Tut mir leid. Aber ich glaube, das wird nichts mit uns beiden. Wir sind einfach nicht auf derselben Wellenlänge. Und das heißt, du bist nicht auf meiner, weil ich nicht dumm und öde bin. Du setzt dazu an, ihr zu entschieden zu widersprechen. Aber dann wird dir bewusst, wie oft du dich heute Nacht vor ihr zum Idioten gemacht hast. Sie wirkte ehrlich enttäuscht. Na los, raus mit dir. Durch die Tür dann rechts, immer geradeaus bis zur Treppe, rote Tür links. Von da an müsstest du alleine rausfinden. Das Selfie von uns beiden kriegst du dann noch von mir. Immer wenn du es dir ansiehst, sollst du dich daran erinnern, dass wir irgendwie immer noch zusammen sind, selbst nachdem sich unsere Wege getrennt haben. Wenn ich also in irgendetwas von dem, was du heute hier gesehen hast, Schwierigkeiten bekomme, dann hängst du als mein Komplize drin, kapische? Sie scheucht dich nach draußen und schlägt laut die Tür hinter dir zu. Der lange Nachhall unterstreicht perfekt die Endgültigkeit ihrer Erscheinung. Naja, was soll's? Mann! Erfolg? Ah, cool. Ich habe einen Erfolg bekommen. Scheitere bei dem Versuch, jemanden für deine Code-Read zu gewinnen. Mando! Du folgst ihrer Wegbeschreibung, bis deine Odyssee durch das Labyrinth grauer Korridore endlich in einem zugemüllten Schaltengasse endet. Wieder auf der Straße? So wie es aussieht, wirst du allein auf ihr überleben müssen. Ohne Hoffnung. Och Mann, die hätte ich gern dabei gehabt. Manno. Naja, man soll ja nicht so lange darüber traurig sein. Ich glaube, wir würden einfach direkt zu den Gangrel gehen. Aber ich nehme mal diesen Moment, das ist ja ein kleiner Cut hier dazwischen. Ja, schade. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir so hart verkacken können. Aber um ehrlich zu sein, ich habe auch keine Ahnung, wie wir es besser machen hätten können. Ist ein bisschen schade, aber ja, was soll's. Was soll's. Wir gehen mal zu der Gangrel-Dame. Oder nee, wir gehen nach Agathon,
den Blutmagiern. Dann haben wir hier Fräulein Männlein. Machen wir so. Ich will ja kein Sexist sein, deswegen achte ich aufs Geschlecht. Dürfen wir nicht, wir müssen uns ausruhen. Wir ruhen uns aus. Als du die Tür zu deiner Zuflucht öffnest, bemerkst du etwas Seltsames. Jemand hat einen Brief unter der Tür durchgeschoben. Der altmodische, cremefarbene Umschlag nennt zwar keine Adressaten, aber er kann nur für dich bestimmt sein. Als du den Umschlag öffnest, wird dir eines sofort klar. Wer immer dir das geschickt hat, muss entweder unglaublich altmodisch, reich oder ein eingefleischter Fan klassischer Schreibkunst sein. Kein normaler Mensch verschickt mehr solche Briefe. Der Text ist knapp und prägnant, verfasst in einer eleganten, feinen Handschrift. Sie sind herzlich eingeladen zu einem Treffen an der Johanneskathedrale. Ich werde morgen Nacht da sein, um Ihre Bekanntschaft zu machen. Suchen Sie mich da, wo Gott am nächsten ist. Das ist alles. Sieht so aus, als hättest du für die folgende Nacht eine geheimnisvolle Einladung. Schade. Ich wollte jetzt weitergehen, aber da gehen wir natürlich als erstes hin. Und zwar Glaube und Mythos Teil 1. Oh, guck mal. Ah, okay, ich dachte gerade, die Rose im Hintergrund, falls ihr euch gefragt habt, was diese Rose auf dem, auf den Thumbnails zu bedeuten hat, das ist das Zeichen der Toreador, also von dem Clan, dem wir angehören. Und ich habe gerade gedacht, ja, die wären jetzt, also das wäre irgendwie cool, so dass sie alle die Symbole davon hätten, aber wir werden, ja, die Einladung angehen. Du hast deine Einladung erhalten, dich mit einer mysteriösen Person bei der Saint Jean the Divine Kathedrale zu treffen. Und weil er sagte, ich bin morgen da, gehen wir da heute auf jeden Fall hin. Du bist nicht mehr in der Kirche gewesen, seit du zum Vampir geworden bist. Oder zum Blutsverwandten, um dem üblichen Euphemismus zu bemühen. Du warst einfach zu sehr mit konkreten, praktischen Dingen beschäftigt, wie zu überleben oder zu trinken. Wir sind 5 Tage. 5 Tage lang nicht in der Kirche und schon fällt das einem auf? Naja, du kennst jetzt zwar die Grundlagen dessen, was es bedeutet, ein Vampir zu sein, aber du bist dir nicht sicher, ob du wirklich alles davon verstanden hast. Die Kathedrale Saint Jean the Divine ist ein Wahrzeichen von New York City. Du kennst sie. Vor langer Zeit bist du schon einmal hier gewesen. Du weißt noch, wie sehr dich die gotische Fassade damals beeindruckt hat. Jetzt dagegen scheint sie wie ein böses Omen vor dir in den Nachthimmel zu ragen. Die Vorstellung einer anonymen Einladung zu einem geheimen Treffen ist kein besonders beruhigender, aber zumindest der Ort ist gut gewählt. Du kannst dir kaum vorstellen, dass irgendjemand es wagen würde, dich hier anzugreifen, wo alles voller potenzieller Zeugen ist. Du schlüpfst unauffällig in die Kathedrale. Eine der wichtigsten Fähigkeiten für einen Vampir, das hast du schnell begriffen, sich zu bewegen, ohne bemerkt zu werden. Der Eindruck der sakralen Architektur trifft dich mit voller Wucht, als du zwischen den Kirchenbänken hindurchgehst. Falls es dem Architekten darum ging, den Besucher spüren zu lassen, wie unscheinbar er im Angesicht des Allmächtigen ist, Mission erfolgreich. Wegen der Bemerkung am Ende der Notiz gehst du davon aus, dass wer immer dich auch erwartet, wahrscheinlich im vorderen Teil des Kirchenschimpfes sein wird. Aber je näher du dem Hochaltar kommst, desto mehr fühlt es sich so an, als würde irgendetwas an deinen Füßen zerren oder der Stein selbst sich deinen Bewegungen widersetzen. Religion ist Aberglaube, Vampire sind Geschöpfe des Teufels. Hat Gott sich von dir abgewandt? Ich mach mal, weil wir Künstler sind. Religion ist Aberglaube. Wahrscheinlich gehen einfach deine Nerven mit dir durch. Je schwerer es dir fällt, das Gefühl banger Vorahnung aus deinem toten Herzen zu verbannen, desto mehr drängt sich dir der Gedanke auf, dass die meisten Leute Vampire ebenfalls als abergläubischen Unfug bezeichnen würden. Endlich bemerkst du in der vordersten Bank einen alten Mann. Du kannst nur seinen Hinterkopf sehen.
Er scheint mit gesenktem Kopf in ein stilles Gebet versunken. Beim Klang deiner Schritte auf dem Boden blickt er auf und dreht sich zu dir um. Du kannst die Augen nicht von ihm nehmen. Seine hochgewachsene Gestalt hat etwas Würdevolles, trotz der leichten Unordnung in seinem schütteren weißen Haar. Er trägt die Brille und das einfache Gewand eines Priesters. Seine Augen sind warm und hell, so sanft für jemanden wie dich. Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Du fühlst dich schwer, als ob die Hand eines Riesen dich zu Boden pressen würde. Die Haut in deinem Gesicht brennt wie Feuer. Eigentlich hast du, vielleicht unbewusst, erwartet, dass genau das passieren würde, wenn du als Vampir in eine Kathedrale gehst. Nur sind es weder der Ort noch Gott, die dir plötzlich Feuer unter die Haut gießen. Es ist der Mann, der Priester. Willkommen, mein Kind. Der Thron des Priesters ist sanft, aber die anschwellende Panik in deinem Inneren flüstert dir zu, dass dieses Sanftmut nicht für Wesen wie dich bestimmt ist. Ich glaube, wir stellen uns dem Priester, oder? Was meinst du? Es gibt nur einen Weg, dem Ursprung dieser Angstpein zu begreifen. Du musst die Zähne zusammenbeißen und den Priester zur Rede stellen. Mit jedem qualvollen Schritt, den du auf den Priester zumachst, schwillt die Panik in deinem Inneren weiter. Und einen Moment lang drohen deine Gefühle außer Kontrolle zu geraten. Furcht, Zorn, Schmerz. Alle zerren sie dich in eine andere Richtung und wollen doch genau dasselbe. Weg, nur weg. Kann ich Ihnen helfen? Stimmt etwas nicht mit Ihnen? Der Priester spricht zu dir wie zu einem verlorenen Landstreicher, der seinen Weg in ein Gotteshaus gefunden hat. Wie machen Sie das? Bitte, es tut weh. Es tut mir so leid, Vater. Was tut mir denn, also, was sollte mir leid tun? Weiß ich nicht. Wie machen Sie das? Es tut mir leid, ich weiß nicht, was Sie meinen. Nein, die Stimme klappt noch nicht. Ich werde noch eine neue Stimme suchen für ihn. Es ist alles einfach zu viel. Ein unverständliches Gemurmel ist deine einzige Antwort. Du klingst nicht wie ein Vampir, ein untotes Wesen, mächtig durch unsterbliches Blut. Nein, du bist verwirrt und verloren in einer Welt, die voller trauriger Seelen wie dir ist. Du drehst dich um und taumelst davon. Erst als du draußen auf der Straße die kühle Nachtluft auf deiner Haut spürst, bist du wieder ganz du selbst. Verwirrt und verängstigt stehst du auf dem Bürgersteig. Hastig blickst du dich um. Nein, niemand scheint dich angreifen zu wollen. Und der Priester ist dir auch nicht gefolgt. Die Nachtluft ist durchdrungen von den Gerüchen der Stadt, genau wie in anderen Nächten. Wie hat es sich angefühlt? Du blickst zu dem Mann, der das gesagt hat. Er ist gut gekleidet, ein bisschen archaisch vielleicht. Dunkles Haar, attraktiv, ein bisschen wie eine Figur aus einem alten Film. Er lächelt, auf eine seltsam wissende Art. Misstrauisch blickst du dich noch einmal um, aber da sind zu viele Leute auf der Straße. Es sieht nicht so aus, als wärst du in unmittelbarer Gefahr. Warum tut das so weh? Das ist, worüber ich mit dir sprechen will. Bitte erlaube mich, mir vorzustellen. Mein Name ist Benoit Segal. Obwohl du mich nicht kennst, haben wir vieles gemeinsam. Benoit reichte die Hand. Auspex, nimm die Hand, schärfe deine Sinne. Nee, diesmal nicht. Wir haben viele Fähigkeiten eingesetzt, ohne zu trinken. Deswegen nehmen wir einfach nur seine Hand. Benoits Händedruck ist fest und trocken. Er blickte dabei intensiv in die Augen, als würde er dort nach etwas suchen. Würdest du dich eine Zeit lang zu mir setzen? Benoit deutet auf eine Parkbank in der Nähe, in dem Schatten unter einer defekten Straßenlaterne. Immer noch vorsichtig beschließt du trotzdem, ihm zu folgen. Nur ein Gegner, dem der Maskerade absolut gleichgültig ist, würde es wagen, euch hier anzugreifen.
Benoit lässt sich nieder und du pustest ihm gleich. Einen Moment lang betrachtet ihr beide schweigend die Kathedrale. Das, was du gespürt hast, ich kenne dieses Gefühl. Ich habe es selbst schon viele Male empfunden. Du wägst einen Moment lang ab, wie du darauf reagieren sollst. Die Einladung kam also von Benoit. Er war es, der diese ganze Situation eingefädelt hat. Hast du versucht, mich umzubringen? Nein, also, ich meine, theoretisch könntest du wahrscheinlich daran sterben. Das ist laut. Aber so lange in seiner Gegenwart zu bleiben, dazu braucht es immense Willensstärke. Und die hast du nicht, das wusste ich. Danke. Ich wollte, dass du Father Anthony triffst. Oder besser, dass du ihn siehst, ihn erlebst. Hast du dich nicht gefragt, was du eigentlich gespürt hast? Es war der Priester. Also, zuerst dachte ich, es kommt daher, dass ich in einer Kirche war, aber nach einer Zeit ist mir klar geworden, dass es von ihm kommt, dem Priester. Ich denke, dass du recht hast. Es kommt wirklich von ihm. Es ist sein Glaube, der schuld daran ist, dass du dich so fühlst. Er ist felsenfest in seiner Überzeugung. Und du bist einer der Verdammten. Hast du dich je gefragt, welchen Platz ein Vampir in Gottes Schöpfung hat? Du hältst kurz inne und denkst über die Frage nach. Nicht zum ersten Mal, wenn du ehrlich bist. Natürlich beschäftigt es dich, ob irgendeine tiefere Absicht hinter deinem Zustand steckt oder nicht. Ob nun Gott dafür verantwortlich ist oder die Natur. Aber du hast keine Antworten. Du weißt nicht, was es bedeutet, ein Vampir zu sein. Das ist das Problem mit der Maskerade. Ein Mensch, der vor einem menschlichen Problem steht, kann ins Internet gehen und dort irgendetwas finden, was ihm weiterhilft. Du nicht. Dank der Maskerade ist alles, was du über deinen Zustand zu wissen gäbe, ein Buch mit 7 Siegel. Alles, was dir bleibt, sind die unzuverlässigen Meinungen von Leuten wie Benoit. Plötzlich nimmt Benoit deine Hand und drückt sie gegen deine... Plötzlich nimmt Benoit deine Hand und drückt sie gegen seine Brust. Er blickt dir starr in die Augen und du spürst, wie sein Herz mit jedem Schlag langsamer wird und schließlich stehen bleibt. Mein Herz schlägt nicht mehr und doch bewege ich mich, rede. Glaubst du, das ist, was Gott für uns gewollt hat? Nein, das kann nicht sein. Nein, hat er nicht. Ich weiß es nicht. Was wir sind, ist falsch. Ja, das sehe ich auch so. Die Frage, die mich beschäftigt, ist die. Kann es für Wesen wie uns Erlösung geben? Manchmal habe ich auch Zweifel, aber in Father Anthony's Gegenwart weiß ich, dass Glaube real sein muss. Ich weiß es, weil es so weh tut. Aber vielleicht hast du Fragen dazu. Ich meine, dazu, was wir sind oder was wir glauben. Können wir den erstmal fragen, wer er ist? Was er tut? Warum er das tut? Vielleicht sind wir ja gesegnet. Nicht verdammt. Benoit lacht laut auf. Und zum ersten Mal scheint sich die dunkle Wolke aus Bitterkeit um ihm etwas zu erhellen. Du bist schlau. Weißt du, er weiß schon mehr, als du wissen dürftest. Unter uns Blutsverwandten gibt es nämlich ziemlich viele religiöse Kulte, besonders bei den Anarchen. Und ein paar davon predigen genau das, was du gerade gesagt hast. Dass wir in Wirklichkeit göttlich sind. Ist doch klar, sagen die. Wir sterben, wir erstehen wieder auf. Genau wie Jesus. Es gibt ja, ich weiß gerade nicht, ob das World of Darkness ist oder... irgendwelche anderen, dass das halt Judas-Söhne sind. Ja klar, hier Dingenskirchen, wie heißt da? Wo ich gerade das, hier, Markus Heitz hat das gesagt. Da gibt es ja diese Trilogie, Kinder des Judas, Judas Sohn, Judas Tochter. In irgendeiner Reihenfolge wurden die geschrieben. Ich vergesse mal welche. Und der hat halt da die Theorie in dem Sinne, dass Judas der erste Vampir war. Und deswegen halt die Gottverdammten tatsächlich. Aber halt
Ja, in dem Sinne halt Gott nah, weil halt wir definitiv von den Göttern gemacht wurden oder von dem Gott, wie auch immer. Also wir Vampire hier. Naja. Aber pass auf, mit wem du über sowas redest. Du weißt vielleicht, du weißt das vielleicht noch nicht, aber Glaube ist bei uns keine Privatangelegenheit, sondern immer auch politisch. Geh in irgendein Elysium, erklär deine Göttlichkeit und jeder einzelne Blutsverwandte im Raum wird 20 Dinge über dich annehmen, die du so gar nicht gesagt hast. Deshalb ist es manchmal besser, seine persönlichen Überzeugungen für sich zu behalten, selbst unter unseresgleichen. Aber frag dich selbst, als du Vater Anthony getroffen hast, hast du dich da besonders göttlich gefühlt? Wolltest du bloß über Religion reden? Hast du noch irgendwas anderes oder bin ich bloß hierher gekommen, um über Religion zu diskutieren? Ich weiß, das kann ziemlich überwältigend sein. Das war es für mich auch, als ich Pfarrer Anthony zum ersten Mal getroffen habe. Aber ich weiß inzwischen, dass es noch andere wie ihn gibt. Menschen, deren Glaube leuchtet wie ein Feuer in der Dunkelheit. Priester, alte Damen, Kinder. Jeder kann diese Überzeugung in sich tragen. Ich will gern wissen, warum er das mit uns beredet. Nur mal so. Das ist mir alles zu viel. Du erwartest von mir, dass ich zu diesem ganzen Irrsinn einfach Ja und Amen sage. Also buchstäblich. Benoit nickt geduldig. Wieso treffen wir uns nicht einfach in ein paar Nächten noch einmal? Wieder hier in der Kathedrale. Du denkst über das nach, was ich dir gesagt habe, dann reden wir weiter. Du lässt Benoit im Schatten der Kathedrale zurück. Als du nach 20 Schritten noch einmal zu ihm zurückblickst, sind seine Augen immer noch versonnen auf das riesige Gotteshaus gerichtet, als suchten sie zu ergründen, was es wohl beherbergt. Es wäre um einiges leichter, seine Worte zu ignorieren, wenn du einen guten Grund hättest, an dem zu zweifeln, was du erlebt hast. Aber du hast keinen. Father Anthonys Aura war heilig. Du weißt, dass es wahr ist. Nur, was bedeutet es? Ich bin echt ein bisschen kurz davor zu sagen, oh, wir gehen nochmal zurück. Ich hätte gerne die Malkavianerin in unserer Coterie. Ich glaube, ich tue das nicht. Nein, mache ich nicht. Aber ich bin echt kurz davor. Das ärgert mich so. Ich hätte die gerne dabei. Aber ich meine, die ist nicht so schön durcheinander oder so schön kaputt wie bei anderen Gelegenheiten, wo ich mal Malkaviana erlebt habe, in Anführungszeichen. Von daher ist, glaube ich, okay. Was aber auch okay sein dürfte, ist, ich habe jetzt, das sind jetzt 3 Folgen am Stück, ich muss mein armes, feines Stimmchen ein wenig schonen. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen und die Folge ist dann halt ein bisschen kürzer. Aber ich hoffe, das ist für euch okay. Nicht, dass ich wieder anfange, wie vor 3 Folgen, so viel zu haspeln oder mich zu versprechen. Es wird besser, es wird schöner, aber schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. Schön, dass wir das zusammen erleben. Ich meine, ich komme auf die halbe Stunde noch jetzt, indem ich noch ein bisschen abmoderiere. Ist viel, viel anders als die anderen Let's Plays, die ich so gemacht habe bisher. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen hier vielleicht mitnehmen kann. Von daher, wenn ihr bis hierhin geschafft habt, schön, dass ihr da seid. Viel Spaß noch weiter mit dem Hörbuch. Ich habe auch meinen Spaß, obwohl ich nicht viel kommentiere. Hauptsächlich, weil ich halt so schon genug rede. Und das Kommentieren ist schwierig, sag ich mal, weil ich im Moment, also wir sind ja jetzt tatsächlich erst Tag 2 der Freispielerei, sag ich mal. Vorher war ja doch sehr, sehr geführt und ohne, dass wir was entscheiden können. Und man muss mal gucken, die erste Möglichkeit, wo ich was machen konnte und ich hab's verkackt. Ist das nicht schön? Und mit dieser Nachricht bleiben wir mal dabei und sagen, danke, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.